Schönen guten Abend. Im Namen der Zentralvereinigung der Architekten für Wien, Niederösterreich-Burgenland möchte ich Sie heute Abend zu unserem Donnerstag Sprechen über Architektur einladen. Mein Name ist Maria Auböck. Ich freue mich sehr, dass wir in so zahlreicher Runde und auch viele neue Gesichter hier haben. Wer Interesse hat, auch in Zukunft unsere Veranstaltungen besuchen zu können und zu wollen, soll sich doch bitte mit E-Mail-Adresse und Adresse an der Bar eintragen. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Es handelt sich um Herrn Martin Rauch. Er ist durch halb Europa gefahren und leider durch eine Zugverspätung wird er erst jetzt verkabelt. Aber hier freue ich mich jetzt, Martin Rauch begrüßen zu können. Er wird uns in die Welt des Lehms bringen. Und das ist ja ein Material, aus dem der Boden, die Erde, aber unsere Umgebung, die Landschaften entstehen, gemacht sind. Wer schmeißt denn hier mit Lehm, sagt man auch manchmal. Ja. In Wahrheit ist es ein Baumaterial, das uns seit Jahrtausenden begleitet. Und ich darf jetzt in Kürze auch die Lebensgeschichte von Rauch hier als ein Beispiel bringen, denn es gibt wahrscheinlich viele, die wegen ihm heute gekommen sind. Hinweisen möchte ich, Lehm hat Zukunft. Ist so. 58 geboren, hat also Martin Rauch die Lehre des Keramikers in Stob an der Berufsschule gemacht. Er ist als Student an der Universität für angewandte Kunst in Wien gewesen, war da bei Matteo Thun und bei Maria Bilger Biljan. Und er konzipiert seit 1980 seine Lehmbauprojekte. Ich weiß nur, dass er durch insistentes Weiterentwickeln mit großartigen Architekturkollegen in Teams von Projekten international berichten kann. Er ist Honorarprofessor des UNESCO-Lehrstuhls Earth and Architecture. Er hat an der Kunst-Uni Linz unterrichtet und ist auch mit Anna Heringer zusammen Gastdozent an der ETH Zürich. Seine Arbeiten umfassen mannigfaltige Bauaufgaben. Ich weiß nun von den interessanten Projekten in der Schweiz, wie es zum Beispiel mit Herzog und Dömeron das Ricola-Gebäude ist oder eben auch das Besucherzentrum der Schweizerischen Vogelwarte oder auch im größeren Ausland mit Snohetta in das King Abdul Aziz Center. Und in Marokko seid ihr daran, mit Heringer ein großes Projekt zu entwickeln. Ich freue mich, hier sprechen zu dürfen, denn ich weiß von vielen Jahren vorher, mein Vater war auch an der Angewandten als Professor, dass er den Martin Rauch immer gefördert hat und gesagt, er muss in die Architektur rüberkommen. Und das ist ihm gelungen. Alles Gute. So. Ja. Ja, Maria Auböck, vielen Dank für die Einführung. Und ich fahre immer gerne nach Wien. Es war heute ein bisschen Odyssee. Ich habe gedacht, ich fahre ökologisch und fahre mit dem Zug von Darmstadt hierher. Hätte auch fliegen können. Und habe gedacht, aber auf dem Weg kann ich gut den Vortrag vorbereiten. Aber wie es halt so will, hat die Züge immer wieder Verspätung gehabt. Aber gut, ich habe lange überlegt, was ich heute alles zeige. Ich kann nicht viel, wie gesagt, vieles zeigen und überlegen, aber ich möchte eigentlich heute, habe einige so Meilensteine an Projekten mitgebracht zum Zeigen. Und eigentlich ist mir wichtig, eigentlich die Vision des zukünftigen Lehmbaus zu zeigen oder aufzuzeigen. Und und ich beginne einfach, also das ist, was ist eigentlich Lehm? Lehm ist eigentlich nichts anderes als erodiertes Gestein. Also es ist Gestein, das durch Wind, Wasser, tektonische Bewegungen der Erde zertrümmert wird, transportiert wird, sedimentiert wird. Und wenn das erodierte Gestein, wenn man das mit Wasser vermischt, in eine Schalung drückt oder mit den Fingern formt, und es durch die Sonne trocknet, dann wird es hart und fest, dass man da ganze Häuser bauen kann.
Und wenn diese Erde wieder feucht wird, dann geht sie wieder zurück in die Erde und hat eigentlich die Umwelt kaum belastet. Also für mich ist das nach wie vor ein ganz faszinierender Kreis, ein kleiner Kreis der Ökologie. Und wenn man in der Geschichte und in der Welt herumreist, dann weiß man, dass Lehmbau einer der wichtigsten Baustoffe ist weltweit, dass mindestens über ein Drittel der Menschheit in Lehmhäusern wohnt und dass das so eine Selbstverständlichkeit hätte und dass immer überall verschiedene Erden und Lehme entstanden sind und vor Ort liegen und entsprechend dieser Erde, die davor liegt, und entsprechend der Kultur, die dort die Leute haben, und entsprechend des Klimas sind diese Häuser entstanden. Hier wie zum Beispiel in Nordkamerun. Einfach wunderschöne Lehmhäuser, händisch aufgeformt, ohne Werkzeug. Und interessant ist auch, dass einfach auch die Struktur und das Ornament eigentlich selbst eine Funktion hat. Das ist damit die kalkulierte Erosion, dass immer runterrinnen kann und eigentlich wie der Berg. Und das ist, gleichzeitig ist es Gerüst und alle 3-4 Jahre wird das wieder neu verputzt und die Erosion kann wieder neu beginnen. Oder dieses Haus im arabischen Raum, es ist ein Haus, das ohne Werkzeug entstanden ist. Einfach nur mit der Hand aufgebaut, Erde wird nass gemacht, in die Form geklopft oder geformt und erzeugt eigentlich von einem schönen Beispiel. Dass man auch mit Lehm hohe Häuser bauen kann, bis zu 8 Stockwerken, dass sie tragend sind, dass sie gut funktionieren, dass sie dauerhaft sind, 200 Jahre. Also das haben diese alten Häuser alle schon bewiesen. Oder zum Beispiel im Jemen, in Shibam, ganze Städte, 200 Türme aus Stampflehm oder Lehm aufgebaut. Also die Erde, mit der die Leute gebaut haben, das ist sicher schon 200, also über 1000 Jahre hat man mit derselben Erde immer wieder die Häuser gebaut. Die Häuser sind ungefähr 300, 400 Jahre alt, aber die Erde selbst, das Baumaterial, ist schon 100 Mal wieder neu verwendet worden. Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Aber wenn man auch in Europa schaut, dann weiß man, dass auch in Europa Lehmbau eine Tradition hat. Lehmbau, der eigentlich selbstverständlich war, weil es auch in Europa viel Lehm gibt, vor der Haustür in Wien. Ganz Wien steht auf einem Lehmberg sozusagen. Und vor der Industrialisierung war der Lehmbau ein ganz normaler Baustoff und Contreau, das war ein französischer Baumeister, da habe ich, also dieses Buch habe ich zum Beispiel als Student hier an der Nationalbibliothek gefunden und da steht, also die PC-Bau, das ist die Stampflehmbautechnik, in ihrem ganzen Umfang, also die Beschreibung oder die vollständige und fassliche Beschreibung des Verfahrens aus bloßer gestampfter Erde, ohne weitere Zutaten, Gebäude und Mauerwerke aus aller Art, wohlfeil, dauerhaft, feuerfest und sicher gegen Einbruch auszuführen. Ein wunderbares Zitat, eigentlich nur aus der Erde. Und das war vor der Industrialisierung, bevor die Ziegelwerke entstanden sind, bevor die Textilwerke entstanden sind, bevor wir in massiven Mengen Kohle aus der Erde geschöpft haben und eigentlich mehr Energie verbraucht haben, als wir die Erde uns gegeben hat und deshalb eigentlich dieses Bauen mit Lehm einfach nicht mehr notwendig war, weil wir einfach die anderen Baumaterial entwickelt haben und man hat auch nicht viel darüber geschrieben und man hat den Lehmbau schlicht vergessen und es ist ein Baustoff der armen Leute geworden. Selbst Contreau hat geschrieben, baut den Lehm, es ist ein gesunder Baustoff, aber wir können den Lehm so verputzen, dass er ausschaut wie ein Steinhaus. Hier hat es begonnen, den Lehm hinter Fassaden zu verstecken. Und er ist langsam zum Baustoff der armen Leute geworden. Und man hat eigentlich nur noch dort im ländlichen Gebiet gebaut, wo man wenig Geld gehabt hat und wo halt wirklich einfach war, damit zu bauen. Contreau hat damals auch Schalungen entwickelt,
die heute noch in der ganzen Welt aktuell sind, die noch überall gearbeitet werden, also geforscht, welche Stampfer das man braucht und so weiter. Und auch in Europa, also in Deutschland, gibt es dieses Lehmhaus, das ist 6 Stock hoch, aus Stampflehm, 1827 gebaut. Und als Student war das für mich irgendwie so eine zentrale Frage, warum bauen wir heute nicht mehr mit Lehm? Also das, warum baut man das nicht mehr? Und das hat mich dann interessiert. Und so habe ich dann eigentlich auf der Angewandte als Keramiker dann diese Lehm, also Diplomarbeit gemacht mit Lehmtonerde, also Verwendungsvorschläge. Und für mich ist diese 3 Wörter eigentlich Symbol geworden, weil Lehm bedeutet eigentlich die handwerkliche Umsetzung, Erde, Ton, das Architektonische, das Gestalterische und Erde, das Ökologische, Politische. Und für mich ist Bauen mit, überhaupt Bauen, ist immer auch also Kompromisse eingehen. Und es sollte eigentlich ein Bauprojekt immer eine Waage oder Verhältnis, gutes Verhältnis sein zwischen handwerklicher Technik, gestalterischer Aktualität, also Architektur, und politisch, ökologisch, nachhaltig. Und Lehm hat das wirklich, kann das in wunderbarer Form leisten. Und ich habe dann eigentlich, bin dann also bald nach Vorarlberg nach meinem Studium und mit Felber Robert, Architekt hier in Wien, habe ich dann mein erstes Gebäude gebaut, meine eigene Werkstatt, und es sollte eigentlich ein Versuch sein, die traditionelle Lehmbauweise mit moderner Architektur und mit verschiedenen Materialien zu verbinden, eben dieses Lehmton-Erde. Und über viele Projekte bin ich eigentlich immer da tiefer hineingeraten in diese Geschichte. Eigentlich nicht geplant, sondern es sind die Projekte gekommen, und bei jedem Projekt habe ich dann immer wieder versucht, ein bisschen, ich nenne das kalkuliertes Risiko einzugehen. Einfach immer einen Schritt tiefer zu gehen, ein bisschen über das Fenster hinauslehnen, weil das gibt auch Innovation, das gibt Erfahrung. Und so kann man wieder lernen, mit Lehm zu bauen. Und vor allem, was zum Lernen dazugehört, ist Vertrauen zu diesem Material zu finden. Das ist eigentlich, was wir nicht mehr haben, dieses Vertrauen zu dieser wirklich puren Erde. Und das muss man eigentlich wieder neu erarbeiten. Und so zeige ich Ihnen einfach diese Projekte, und die Projekte sind immer sehr wichtig. Auch das für mich ist wichtig, dass man diese Ökologie nicht nur, nur mit Zahlen belegt, dass man das auch mit Schönheit und Materialität, mit Qualität zeigt. Ein richtiger, wirklich wichtiger Meilenstein war dieses Landeskrankenhaus. Also 1989 habe ich einen Wettbewerb mitgemacht, das Mehrzweckgebäude in Feldkirch, als Keramiker und als Künstler. Es ist gegangen um eine 180 Meter lange Glasspange von Morget und Krass, gestaltet und architektonisch entworfen. Es ist da um Kunst am Bau gegangen. Was kann man, also Sie wissen ja, bei großen Bauten muss man 1% Kunst am Bau investieren. Und ich habe hier eine Lehmwand vorgeschlagen aus dem lokalen Material, eine 35 cm Mauer, die vor der Betonmauer steht, also nicht als Verkleidung, sondern als Objekt davor steht. Überraschenderweise habe ich den ersten Preis bekommen. Und war wirklich dann gefordert, weil Kunde droht mit Auftrag. Und es war wirklich, ich hatte keine Personen, nichts, ich wusste nicht, wie das realisieren. Und ich habe vorher schon Projekte gehabt und die mit verschiedenen Baumeistern versucht. Die sind dann alle nicht realisiert worden. Und habe gesagt, wenn das Projekt realisiert werden soll, dann muss ich das einfach durchziehen. Und weil es ein Bauprojekt ist, weil es ein Kunst- und Bauprojekt war, das war ganz wichtig, ist das bei den Behörden und Landesregierungen und so viel leichter durchgegangen. Das war einfach ein Kunstobjekt, also wie man das mit Pinsel anmalen würde. Und man hat eigentlich nicht darüber nachgedacht. Und erst, wo wir mit Bagger aufgefahren sind und 250 Tonnen Lehm herumchauffiert haben, ist plötzlich bewusst worden, das ist ja ein Bauwerk. Aber das ist schon zu spät gewesen.
Aber wichtig ist, man hat es dann angreifen können. Ah, das hält, man kann damit also eigentlich bauen. Und ihr habt dann viele Kunden gekriegt aus Vorarlberg, die gesagt haben, ich will so ein Haus, also eine Mauer wie die am Krankenhaus, Entschuldigung, das ist so eine Mauer auch im Wohnzimmer haben. Und eben, es ist einfach wichtig, das einfach mal zu zeigen und zu spüren und Vertrauen dazu zu kriegen. Dann also zeige ich eben das nächste Projekt. Ohne dieses Landeskrankenhausprojekt wäre auch dieses Projekt, diese Versöhnungskirche in Berlin, nicht möglich gewesen. Es war 1999. Am ehemaligen Mauerstreifen wurde eine Kapelle geplant, ein Rundbau. Zuerst war der in Beton geplant, die Bauherrschaft wollte das in Lehm. Es hat große Kontroverse gegeben. Und dann, aber der Stampflehm hat etwas Betonverwandtes und hat etwas auch architektonisch Modernes. Und so waren dann die Architekten einverstanden, dieses Gebäude nicht in Beton zu realisieren, sondern in Stampflehm zu realisieren. Und wir haben dann da auch Schalungen entwickelt, neue Maschinen entwickelt, weil die Projekte sind plötzlich groß geworden, 7 Meter hoch. Es braucht eine Zulassung im Einzelfall. Es ist auch tragend belastet, also seit 90 Jahren in Deutschland wurde vorher kein Gebäude tragend mit Lehm gebaut. Und es war einfach so ein Entwickeln aus der Bauindustrie, landwirtschaftlichen Maschinen, haben wir dann dieses Gebäude realisiert. Und es ist immer ein großes Aha-Erlebnis, wenn ich die Schalung wegnehme, so wegnehme, und eigentlich diese Schichten sichtbar werden und die Schichten zeugen von der Arbeit, von der Input der Arbeit und die Qualität der Arbeit. Die Arbeiter, die sehen, aha, das ist schön gestampft, es hat Energie, man spürt dieser Input an menschlicher Kraft. Und ja, so schaut es dann so aus. Also wir haben dann auch den Boden aus Stampflehm gemacht. Da sind schon über 1 Million Leute drüber gelaufen. Ist dasselbe Material wie die Wände. Auch der Altar ist aus Stampflehm etc. Dann nach 25 Jahren Tätigkeit wollte ich eigentlich alle meine Erfahrungen ein bisschen manifestieren, experimentieren. Dann habe ich dann mit Roger Bolzhauser mein eigenes Haus geplant, das erste Mal das eigene Haus. Und es sollte so quasi ein Selbstversuch sein. Also alles, was man, also wenn man selbst Co-Planer, Baumeister und gleichzeitig Bauherr ist, dann kann man sich das selbst ausmachen. Und die vielen Diskussionen kann man eigentlich mit sich selbst ausmachen. Und so habe ich an diesem Gebäude sehr viel experimentiert. Es sollte ein Stampflehmgebäude sein aus dem lokalen Material, also diese Idee der afrikanischen Hütte, aber mit einem europäischen Standard war für mich wichtig, dass man also das Bewusstsein, also so wie Contreau, ein Haus aus der Erde zu bauen, das wohlfeil, dauerhaft, feuerfest, gesund und wunderbar ist. Das war so die Idee. Es ist ein Stampflehmhaus, das aus der puren Erde rausgestampft ist. Ich komme dann noch einmal zurück auf die kalkulierte Erosion, das gehe ich jetzt vorweg. Vielleicht für die Architekten kurz, der Grundriss ist sehr schmal, weil das Grundstück sehr schmal ist. Es steckt im Hang drin. Es ist dreigeschossig, tragend belastet. Also es ist hier praktisch Wohnraum, Essraum, Küche, ein zweigeschossiger Arbeitsraum, da rückseitig, und es ist... Das Ganze ist mit dem Stiegenhaus verbunden und oben sind noch 2 Zimmer und das Badezimmer. Es ist also ungefähr 41% des Volumens ist unter der Erde. Das ist auch gleichzeitig unsere Rohstoffgrube. Also nicht nur für dieses Haus, sondern für viele Projekte, wo wir verwendet haben. Ein schönes Beispiel, dass man einfach Aushubmaterial als Rohstoff verwenden kann. Das ist nicht Abfall, wo ich entsorgen muss, sondern das ist eigentlich ein wertvoller Baustoff. Das ist ausgegraben, das ist Flüschgestein. Also im Vorarlberg ist das Flüschgestein, das ist der Urseeboden. Also wo die Alpen gewachsen sind vor 250 Millionen Jahren,
hat das ja immer wieder erodiert und dieses sedimentierte Material ist im Seeboden sedimentiert, zu Steinen gepresst worden. Das hat sich dann aufgeworfen und dieser Flüschriegel, der zieht sich von der Ostschweiz bis nach Salzburg. Das war ein wunderbares Baumaterial. Das haben wir nur durch diese Maschine durchgesiebt und eins zu eins, ohne Mischen, ohne Zutaten, ohne nichts, einfach in die Schalung gefüllt. Schalung gefüllt auf einem einfachen Fundament, ein Streifenfundament mit Trasskalk, das ist so der römische Beton. Beton mit Kalk und Trass gemischt. Nur ein Streifenfundament mit ganz wenig Abdichtung etc. Dann wird einfach die Grube, die Schalung gesetzt und langsam aus der Baugrube mit dem eigenen Material das Haus hochgezogen. Also Sie sehen also hier einfach, wir verwenden dann einfach normale Betonschalungsplatten wie in der Bauindustrie und dann rein in Schichten wird das reingelegt, diese Erde, und dann nur mit Pressluftstampfen gestampft. Und diese Pressluftenergie ist dann eigentlich die einzige Energie. Und so ist diese Mauer 100% aus diesem Aushubmaterial regeneriert. Also es ist einfach, und das ist immer schön, wenn man das spürt, diese Kraft. Und man sieht, es ist dann ein langsames Bauen. Es wird dann aufgeschichtet, aufgestampft, die Holzdecken reingelegt. Also wir haben hier so 6-7 Monate daran gearbeitet, also das den Rohbau aufzustampfen, mit sehr viel Input an Arbeit, aber man spürt es auch. Auch viele Experimente gemacht von den Decken mit selbstgebrannten Schlammziegeln, die dann so als Sicht sichtbar sind. Also wie gesagt, nicht nur in Bezug auf Lehmbau, also Versuche, sondern auch in andere Richtung. Zum Beispiel auch das Stiegenhaus ist ein 10 Meter hoher Turm, innen nur mit der rohen Erde, innen und außen gestampft, und die Trasskalkleisten, Streppen stecken praktisch im Lehm drin, so 30 cm, und sind eigentlich dadurch freitragend. Wenn man in den ersten Geschoss raufkommt, dann ist das innen ganz licht, also mit fast weiß verputzt mit Lehm, weißem Lehm, ganz hell. Weil es innen verputzt, innen ist es isoliert mit Schilf und mit Lehm verputzt. Also oben im Innenraum ist es also eher leichter, aber der Lehmboden, das ist also wieder die Erde, der wird praktisch, die Aushubmaterial wird einfach nur ausgezogen wie eine Asphaltschicht und mit Maschinen verdichtet und dann poliert mit Wachs und ist also auch sehr dauerhaft. Hier die Küche und auch die Materialien, also wie zum Beispiel Kasinspachtelung, sind da verwendet. Aber das würde jetzt alles ein bisschen heute zu weit führen. Aber dieses Bild wollte ich noch zeigen, eigentlich, wie schön man mit Lehm auch Details lösen kann. Sie sehen also, dass das Holz und Lehm hat eine tolle Synergie, weil Lehm ist trockener wie Holz. Lehm entzieht dem Holz die Feuchtigkeit. Und wenn wir zum Beispiel einen Holzrahmen, wird ganz herkömmlich befestigt, wie man es früher gemacht hat, und die Hohlräume wird einfach mit Schafwolle und Lehm eingetaucht und zwischen die Ritzen die Lehm und Schafwolle hineingestopft. Und das ist eigentlich dicht und braucht keinen Schaum, braucht kein Komprimant, nichts. Wenn da Feuchtigkeit hineinkommt, dann macht der Lehm zu und er trocknet wieder aus. Einfach ganz simpel und einfach. Hier noch für die Technik ein bisschen, wie der Wandaufbau ist. Also es ist eine 45 cm starke Stampflehmschicht, die auch innen 10 cm Schilf hat aus dem Burgenland, also mit zwei Lagen, mit Lehm drauf verputzt und innen dann verputzt mit Wandheizung. Und außen sind so diese Ziegelleisten mit eingestampft, hier mit diesen Brettern als verlorene, also als Schalung. Und Sie sehen hier die Tragkonstruktion, und bei jedem Geschoss gibt es einen Ringanker, damit das Gebäude zusammenhält. Aber die ganze Last trägt also der Lehmkörper selbst. Und die kalkulierte Erosion ist ein sehr zentrales Element und ein sehr wichtiges Element für die zukünftige Entwicklung des Stampflehmbaus oder überhaupt des Lehmbaus.
Wir müssen lernen, eigentlich Veränderungen am Haus zuzulassen, so ähnlich wie man es bei Holzbauten schon eigentlich schon gang und gäbe ist, dass man es vergrauen lässt etc. Aber beim Lehm ist es so, dass man, hier haben wir so Ziegelleisten eingestampft und die Ziegelleisten verhindern ein schnelles Ableiten des Wassers und bremst die Energie, die erosive Energie des Wassers. Und Sie sehen zum Beispiel, dass die Konglomerat wird freigewaschen und der Lehm verschließt, dass das Feuchtigkeit tief hineingeht. Und die Ziegelleisten verhindern eine tiefgreifende Erosion. Wenn man nicht die Ziegelleisten einlegen will, dann haben wir auch manchmal so Trasskalkleisten eingelegt. Das ist eine einfachere Möglichkeit. Das sind einfach so stabilisierte Kalkmörtelleisten, die mit eingestampft werden, die dann aushärten und eigentlich dieselbe Funktion wie die Lehmziegel oder die Ziegel machen. Also das heißt, hier ist es noch glatt, dann wird es erodiert, die Steine bleiben stehen und dadurch wird, also erodiert das immer weniger. Und das heißt, also wenn ich jetzt ein Gebäude, ich werde oft gefragt, ja, wie lange hält ein Haus oder wann hört die Erosion auf? Und es ist so, dass man, wenn man das so 70 Jahre Lebensdauer hat, dann ist am Anfang starke Erosion und dann wird es immer weniger und immer weniger. Und man sieht bei alten Gebäuden in Frankreich und überall auch in Europa und in der ganzen Welt, dass die Erosion eigentlich immer langsamer wird und immer eigentlich sich selbst eigentlich stabilisiert. Und dadurch der Lehm eigentlich auch also wirklich hart und auch langfristig, also dauerhaft ist. Ich sage immer, wenn ein Haus also 2-3 Jahre wirklich übersteht, dann übersteht es also hunderte Jahre, wenn es ein gutes Dach hat. Hier, Entschuldigung, das ist also, wenn man, hier ist zum Beispiel Hause Toscher, man sieht, also wenn das ist ein sehr großes Gebäude in Stampflehm in Basel gebaut, 1999, und durch einen Schaden ist da ganz viel Wasser über die Lehmwand geronnen und das hat dann stark ausgewaschen. Aber die Bauherr hat gesagt, das gefällt ihnen, es zeigt also diese Natürlichkeit. Man kann das, es tut dem Gebäude keinen Abbruch. Und das ist auch das Schöne, dass die Veränderbarkeit des Lehms eigentlich letztendlich eigentlich die Dauerhaftigkeit des Lehms, also in ästhetischer Hinsicht, auch gewährleistet. Und das ist also, und dieses Gebäude wurde 1999 gebaut und man hat es noch nicht einmal irgendetwas repariert. Also es ist wirklich auch dauerhaft und es ist ein Zoogebäude. Das sind jetzt... kommen wir nochmal zu Lehmboden. Also wir haben hier zum Beispiel auch im Badezimmer und so, da ist der Lehmboden nicht geeignet. Also das muss einfach wirklich gut eingebaut sein. Da haben wir zum Beispiel so Keramikfliesen kreiert, zusammen mit meinem Sohn und meiner Frau. Also die eigenen Fliesen fürs eigene Haus war ein Versuch. Und aus dem Versuch sind dann eigentlich ganz neue Projekte und neue Anwendungsbereiche geworden. Wir haben auch dieses Haus also sehr viel untersucht. Also es wurde ein Forschungsprojekt gemacht darüber. Und man hat gesehen, dass der Lehm eine sehr ausgleichende Funktion hat. Man hat ein Lehmhaus, das ist also das Haus Rauch, und ein herkömmliches Haus mit Zement und mit Beton und Steinwolle und Gipskartonplatten untersucht. Und man sieht zum Beispiel, wenn die Feuchtigkeit außen sehr stark schwankt, und speziell im Sommer, dann tut der Lehm das schön ausgleichen. Das ist die blaue Linie und der Lehm ist eigentlich ein ausgleichender Faktor. Er ist eigentlich er ist nicht ein Feuchtigkeitsspender oder ein Feuchtigkeitsfresser, sondern er nimmt die Spitzen auf und gibt sie sofort wieder ab. Also schneller als wie viele andere Baustoffe. Und es gibt viele Projekte, wo man jetzt immer mehr den Faktor Lehm auch als Klimafaktor einsetzt. Also es gibt Bauprojekte, wo der Klima, also die Regulation des Lehms wirklich auch eine finanzielle Komponente ist, indem die Maschinerie zum Beispiel kleiner sein muss, wie zum Beispiel bei Museen und so weiter. Also da ist schon ganz viel passiert.
Auch die graue Energie, also ist so, dass durch das, dass wir den Lehm gewählt haben, also 40% weniger Primärenergie verbraucht wurde. Und das wird jetzt noch in zukünftigen Projekten, wird das jetzt von der TU München noch ganz genauer, explizit noch einmal geprüft, und damit man da noch ganz verlässliche Zahlen hat. Andere Beispiele, jetzt zeige ich nur Ihnen ein bisschen ein paar Bilder, also Anwendungsmöglichkeiten. Das ist so eine Bischofsgrablegung in Rottenburg. Da haben wir so eine Gruft aus Lehm gebaut, wirklich, also 4,5 Meter tief unter der Kirche, aus dem eigenen Aushubmaterial. Die Archäologen haben das alles untersucht, haben das vor die Kirche geschmissen, und mit demselben Material haben wir alles wieder praktisch mit Lehm vollgestampft. Sehen, hier sind diese Gruften und dann der Altar. Und das ist also die Boden, Wände, Decke, alles aus demselben Material, so als Beispiel. Also, dass man auch hier wirklich ganz viel, auch ganz exakte Details realisieren kann. Oder Kino in Ilanz ist auch ein sehr schönes Beispiel, wie man Innenraum mit Lehm gestalten kann, mit Stampflehm. Das ist ein kleiner Filmclub mit einem kleinen Budget, aber die haben sich in den Kopf gesetzt, sie wollen einfach akustisch ein gutes Material, energetisch, ohne viel Klimaanlage etc. und haben dann diese Stampflehmwand entschieden. Wir haben sie unterstützt, bis zur Hälfte haben wir Entschuldigung, was habe ich jetzt? Entschuldigung, jetzt habe ich falsch gedrückt. Entschuldigung, wie schafft das? Entschuldigung, ein paar lauter. Ja, also wir haben das mit ihnen gebaut, wir haben ihnen das gezeigt, wie das geht, und dann bis zur Hälfte, und dann haben sie das selber gebaut mit ganz viel Eigenleistung und es zeigt auch, wie, also oft wird man dann so, dass der Lehmbau so elitär ist, aber also alle diese Beispiele zeigen auch sehr oft, dass man, wenn man den Willen hat, auch wirklich das mit Initiativen etc. umsetzen kann. Und wir haben das auch oft viel gestützt. Also die haben dann wirklich das in händischer Arbeit, also wirklich selbst gebaut und sind also wirklich stolz darüber, und es hat eine bessere Identität. Und ist ein wunderschönes Projekt geworden. Ein anderes Beispiel ist also auch, wo der Lehm sehr gut funktioniert, ist Lehm und Holz. Also zum Beispiel in der Sanierung, hier ist ein alter Stall in Almens, 300 Jahre alt, den hat man innen ausgehöhlt und dreigeschossig innen eine neue Holzkonstruktion hereingebaut. Aber die Decken und so, die sind tragen mit Lehmelemente. Also wir haben dann von oben dreigeschossig Stampflehmelemente bis zu 7 Tonnen schwer hineingesetzt, Decke, also Holzbalkendecke drüber, dann wieder, da hat der Zimmermann weitergearbeitet, dann haben wir wieder ein Geschoss Lehmelemente reingesetzt, wieder nächste, also Holz, also Lehm, Holz, Lehm, Holz, Lehm, Holz, dreigeschossig. Und also dieses Gebäude ist fast ohne Nagel entstanden, ohne Metall. Und sieht man also auch der Kachelofen ist eine tragende Struktur. Man sieht auch, wie man eigentlich mit Lehm ganz exakt und schöne Dinge bauen kann, die auch tragend belastet sind. Und die Fugen kann man retuschieren, dass man es nicht sieht. Jetzt eben noch das Gebäude Ricola, was der Marie Auberg schon erwähnt, mit Herzog de Marot. Das ist auch ein ganz wichtiger Meilenstein. Weil es in einer Dimension ist, die total ungewöhnlich ist und in Europa eigentlich das größte Gebäude ist. Es ist unstabilisiert, weil oft in der Lehmbau wird viel stabilisiertes Lehmmaterial verwendet, also Stampflehm mit Zement stabilisiert. Das ist in Wirklichkeit eigentlich Betonbau, also kein Lehmbau. Und Ricola hat diese Fabrik
gebaut für ihre Kräuter. Also in diesen Kräuter, die Kräuter werden da drin gelagert. Das Gebäude selbst ist hier am Rande. Hier ist das Gebäude, die Fabrik von Ricola. Und am Rande, hier sollten eigentlich die Kräuter gelagert werden. Und Herzog de Moreau haben viel nach Materialien gesucht. Sie haben zuerst mit Holz gearbeitet, mit Eternit, mit Metall. Und schlussendlich, vor 2000 haben wir schon ein Projekt, eine Machbarkeitsstudie gemacht für die Kunstlager in Basel. Das war ein riesen Lehmelement gewesen. Damals war es zu früh, das wurde dann nicht realisiert, aber Herzog de Moreau haben sie erinnert und haben sich dann, jetzt ist vielleicht die Zeit reif, dieses Gebäude zu realisieren. Das ist 110 Meter lang, 30 Meter breit und 11 Meter hoch. Eine Riesendimension. Statisch ist es eine Betonständerkonstruktion und der Lehm sollte wie ein Mantel über diese Konstruktion drüber gestülpt sein und gleichzeitig ein Klimafaktor sein. Also der Lehm ist 45 cm stark, innen und außen sichtbar. Und alles, was grün ist, ist der Lagerbereich, der wird nicht beheizt. Der ist also die sollte die Feuchtigkeit aufnehmen, wieder abgeben. Es wurde einfach nur simuliert oder versucht, dass die Temperatur hier nicht mehr als wie minus 5 Grad hat und nicht höher als wie 28 Grad. Und das kann der Lehm leisten. Also, und hier ist der Lehm gleichzeitig eine Klimafunktion. Hier in der Mitte ist dann die ganzen Gerätschaften und hier ist der Eingang. Und wie kann man sowas realisieren? Das ist eine Riesendimension, über 3500 Quadratmeter. Das ist eigentlich in einem am teuersten Eck Europas, also wo die Löhne also um die 50 Euro kosten. Und wir haben also einen Anspruch gehabt, dass es also möglichst lokales Material, also alle Materialien, was wir verwendet haben, ist im Umkreis von 8 Kilometern von der Baustelle gefunden. Also hier sehen Sie die Baustelle. Hier haben wir eine Produktionsanlage gemietet, also eine leerstehende Fabrik. Wir haben dann hier den Lehm gefunden, hier das Aushubmaterial und hier noch ein Steinmaterial und das haben wir hierher geführt. Und dann hier produziert, 3 Kilometer auf die Baustelle transportiert und dort den Lehm als Fertigteile realisiert. Hier ist eine Lehmgrube mitten im Feld. Hat man dann wieder Erde. Und das ist das Aushubmaterial. Das ist eigentlich ein schottriges, lehmiges Material. Also in Niederösterreich würde man sagen, das ist der Pechschotter, weil wenn jemand eine Schottergrube macht, dann hat er Pech gehabt, weil es war zu viel Lehm drin. Das heißt, er ist Pechschotter. Aber dieser Pechschotter ist eigentlich das beste Material. Das haben wir zu 60% da verwendet, nur gesiebt. Und dann war die Idee, wie kann man das realisieren? Das ist so eine Maschine, so wie ein Lehmplotter sozusagen, der fährt da hin und her, füllt den Lehm rein, stampft es automatisch und dann wird das geschnitten und die Blöcke werden dann getrocknet und auf die Baustelle transportiert. Das war so die Idee. Dass das natürlich nicht so ganz leicht einfach ist, sondern dass das Schritt für Schritt gemacht wurde, liegt daran, dass wir zuerst einmal so einen Beschicker konstruiert haben, eher einen langen, eine Schalung und dann so mit dieser Ramax-Maschine, wo wir schon Erfahrung gehabt haben, haben wir das dann verdichtet. So ist so langsam diese Maschinerie entstanden. Einfach von jedem Projekt haben wir immer wieder die Maschine ein bisschen wieder verbessert, modernisiert, automatisiert etc. Und so ist das ein Prozess von den letzten 10 Jahren, wo wir diese Maschine immer weiter bei jedem Projekt weiterentwickelt haben. Hier sehen Sie die Schalung, 50 Meter lang, so ein Graben. Und dann die Elemente werden dann rausgehoben, getrocknet. Da in der Halle, da stehen ungefähr 450 Elemente. Jedes Element hat ungefähr so 4,5 Tonnen. Das wird luftgetrocknet, dann nach 2-3 Monate dann verladen auf Containern, so, dann auf die Baustelle transportiert, gehoben und dann mit Lehmmörtel einfach übereinander gesetzt, so wie Legosteine. Oder? Und dann wird das, und die Fugen werden dann nass gemacht und
zugeklopft. Und diese Fähigkeit, dass der Lehm wieder weich wird, dass ich das dann mit demselben Material zuklopfe, das ist eigentlich, kann nur der Lehm. Dadurch kann ich das praktisch so fugenlos, also die Fugen retuschieren, dass das nicht mehr sichtbar ist, dass es wirklich eine homogene Wand ist. Also als ich kann diese Fugenelemente ignorieren und die Größe der Elemente ergibt sich eigentlich nur durch die Logistik, Kräne und so weiter. Momentan haben wir ein anderes Projekt, das ist Alnatura in Darmstadt. Das ist ein Bürogebäude, ist auch ungefähr 100 Meter lang, 12 Meter hoch. Es ist so ein, also ist jetzt gerade im Bau. Hier haben wir, also sind links und rechts 12 Meter hohe Lehmsäulen, so 4,5 Meter stark, breit. Und ja, und das ist in Deutschland und das ist nur eine Kategorie schlimmer als wir in der Schweiz. Wir haben also die Idee, war, es muss die ganze Zertifizierung machen. Wir müssten den Baustoff zertifizieren, als wie wenn wir ein neues Material erfinden. Es ist eine zweischalige Lehmmauer mit Isolation. Es muss einen K-Wert von unter 0,3 Watt pro Quadratmeter haben. Und dann haben wir einfach so einen Prototyp gemacht. Das schaut so aus, also 38 cm Lehm, dann 17 cm Schaumglas, also Misopor, also Schaumglas, dann 14 cm Lehm und innen eine Wandheizung zum Kühlen und zum Heizen. Also so ein Block, der also 70 cm stark ist und die Maschine da adaptiert. Da sieht man also links und rechts der Lehm, in der Mitte der Schaumglas geschüttet. Und so schaut dann die Maschine aus. Also das ist so praktisch ein Symbol, dass man eigentlich, das ist eigentlich erst die Möglichkeit. Wir wissen, wir können Autos automatisch fertigen mit immer weniger Personen. Eigentlich könnten wir auch Lehmelemente fertigen, ganz automatisch. Ja. Hier brauchen wir ja immer noch viele Leute, also das Stampfen macht zwar eine Maschine, das ist die härteste Arbeit, also das sind drei Stampfer, die eine Person bedient, das ist die Energie, der Input, wo das Ganze hart wird, das ist nicht eine Abbindeenergie, sondern es ist einfach diese manuelle Energie und ja, und es wird so alles wirklich komplex gearbeitet, also dass das automatisiert, dann also die sieht man die Schalung in einer, die Fabrik oder dieses, das ist eine, also die Baustelle ist eine ehemalige Kaserne der Amerikaner. Und dieses Gebäude war ursprünglich die Garage für die Panzer. Und das ist 10 Jahre leer gestanden und darin haben wir unsere Fabrik da hineingebaut. Man muss immer noch ganz exakt arbeiten, also dass die Schalung alles passt, geprüft wird alles. Also das ist der händische Arbeitsanteil ist trotzdem noch sehr groß. Aber ohne Maschinen wäre das in unserem industriellen Kontext eigentlich nicht mehr realisierbar. Dann werden die Elemente geschnitten, rausgehoben, zum Lagern getrocknet, 2-3 Monate getrocknet in einem Zelt. Also insgesamt über 380 Elemente. Und wir haben schon begonnen mit der Produktion, bevor überhaupt die Baustelle ausgegraben wurde. Also wir produzieren 8 Monate und Sie sehen, die Baustelle ist noch gar nicht fertig und wir sind schon dran, die Lehmelemente zu bauen. Also durch das Bauen mit Lehm hat es überhaupt keine Verzögerung, sondern im Gegenteil, es befördert das schnellere Bauen, weil wir setzen die Lehmwände und die Lehmwände sind eigentlich schon fertig. So wird das aufgesetzt, sukzessive, mit einem Hebegerät etc. Und kann man Lehm auch im städtischen Bereich verwenden? Ich denke, also mit Stampflehm also und mit Vorfertigung, mit der entsprechenden Logistik, kann man Lehmbau auch im städtischen Bereich verwenden. Als Beispiel, also das ist jetzt zwar nicht im städtischen Bereich, aber es hat auch sehr viel Städtisches, also man kann ganze Lehmfassaden machen. Das war zum Beispiel eine Schule in Tessin.
2005 realisiert, also 12 Meter hohe Stampflehmfassade, die entsprechenden Fenster, also die Fassade ist eigentlich selbsttragend, sie steht davor und deshalb sind auch diese schmalen Fenster als Säulen drin und man sieht auch diese Mörtelleisten und das ist kalkulierte Erosion. Und das war eigentlich das Schwierigste, der Kanton Tessin, diese kalkulierte Erosion zu verdeutlichen, dass das auch ein Teil dieses Objektes ist. Und das ist zum Beispiel die Vogelwarte in der Schweiz, wurde auch also als Stampflehmfassade gebaut, also in einem größeren Kontext. Also ganze Fassaden, die als Lehmfassade, als nicht stabilisierte Lehmfassade funktionieren. Ja, jetzt mache ich einen Sprung nach Saudi-Arabien und das ist zum Beispiel der Königspalast in Saudi-Arabien, in Riad, wurde 1936 als Lehmbau gebaut. 1936 war auch die erste Ölquelle, wo da aus dem Boden selbst herausgesprudelt ist, ohne etwas zu tun. Da hat man nur, also wie ein Erdölingenieur gesagt hat, in Saudi-Arabien muss man es nur anstechen und dann spritzt das Öl von selbst heraus. Also das hat aber die ganze Gesellschaft verändert. Und in dieser fünfjährigen Tätigkeit, wo wir da unten gearbeitet haben für Snohetta, haben wir wirklich eigentlich, habe ich irgendwie gemerkt, was eigentlich der Überverbrauch an Energie eigentlich in der Gesellschaft und in der ganzen Bauweisen ändert. Also in den 70er Jahren, den goldigen 70er Jahren in Saudi-Arabien, wurden ganze Städte mit Lehm niedergewalzt und mit so schönen Betonwüsten saniert, die eine Energie fressen, die also weltweit unübertroffen ist. Und in diesem Kontext hat Snohetta einen Wettbewerb gewonnen für das King Abdulaziz Center, das ist von Aramco, das ist ein Ölkonzern, der da hier ein Kulturzentrum baut, Ausstellung. Und genau an dieser Stelle wurde 1936 die erste Ölquelle erschlossen. Und und vom architektonischen Konzept war es so, dass unten alles mit Erde sein sollte und quasi die Gegenwart in unten, also ist die Vergangenheit und oben ist die Zukunft. So war diese Entwurfsidee. Und es war dann ein langer Prozess, diesen Lehm da hineinzubringen, weil obwohl in Saudi-Arabien eigentlich Lehmbau Tradition hat, wie in kaum in anderen Ländern, war dieser so weit weg und sie konnten damit nicht viel anfangen. Und deshalb haben wir lange gebraucht, bis wir da überzeugt haben und dann realisiert haben, letztendlich in einem sehr schnellen Weg dann. Das ist das Gebäude, also es sind so Steine einfach, so symbolisch, die dann eigentlich... und unten ist ein riesen Innenhof mit Stampflehmwänden bis zu 12 Meter hoch und 80 mal 120 Meter, also riesige Dimensionen. Hier ist das künstlerische Konzept, was ich gemacht habe. Also es sind so die Schichtungen. Also das ist, wenn man da hineingeht, sollte es sein, wie wenn ich in der Geologie da rausgrabe. Das war so die Idee. Wir haben das dann so realisiert. Da sieht man auch, wie dann die Fassade besteht nur aus Chromstahlrohren, die dann eigentlich bis ins Innenraum geht. Und wie Jettil von Snohetta gesagt hat, hier trifft eigentlich Lehm auf Modernität, also Stahl und Lehm, also in einer sehr exakten Weise zusammen. Außen ist dann eine 500 Meter lange Lehmmauer, die dann so diesen Berg symbolisiert, 90 cm stark. Und wie das realisieren, wir haben das auch die Erfahrung also von Ricola gehabt. Also die sind dann hierher gekommen und erst, wo die Bauherrschaft und die Baufirma das gesehen hat, wie wir das realisieren,
erst da hat es geleuchtet und haben gesagt, ja, jetzt können wir das machen, jetzt sind wir überzeugt, dass es funktioniert. Es ist immer wichtig, das Sehen. Und die haben dann eine Fabrik, also eine Konstruktion gemacht, 85 Meter lange Schalung. Zuerst wollten wir noch diese Maschine runterbringen, das hat sich aber dann, wäre viel zu kompliziert gewesen mit Zoll und allen Formalitäten. Letztendlich sind das einfach 14 Personen gewesen, die diese Tröge gefüllt haben. Und da sind so Linien gewesen und die Mitarbeiter hat nur gesagt, ja, zwei Linien, drei Linien. Und so hat man also dieses gefüllt. Diese Tröge hat man dann hineingekippt und letztendlich dann so diese 85 Meter lange Schalung gefüllt untertags. In der Nacht haben die andere Gruppe ausgeschaltet und letztendlich haben 85 Personen mehr geleistet als wie eine Maschine. Also das ist nur so als Vergleich. Also in Ricola, da waren ungefähr 10 Leute involviert, hier waren 85 Leute involviert und die waren eigentlich schneller. Und dann werden die Lehmelemente geschnitten, rausgehoben, getrocknet und dann diese 1200 Elemente werden dann so mit Geräten also montiert. Es ist jetzt hier im Konzept, ursprünglich war da mehr Lehm gedacht, aber es war dann eine Betonkonstruktion, die dann mit 35 cm Lehmelementen verkleidet wurde, innen. War ein sehr schwieriger Prozess, weil wir sehr spät da involviert wurden. Also das war schon der Boden fertig, die Decken sind sie schon am Arbeiten und wir haben hier mit schweren Geräten arbeiten müssen. Dann sieht man hier die Fugen, die dann da retuschiert werden. Das ist meine Schwester, die schon seit 20 Jahren in meinem Unternehmen so die Retuschierarbeiten macht, die eine wunderbare Hand für das hat. Und bei der ersten Besprechung gesagt, ja, darf die in Saudi-Arabien arbeiten und das ist meine beste Mitarbeiterin, die muss da mitarbeiten und sie war dann unter 3.500 Arbeiter die einzige Frau, die da gearbeitet hat und sie hat dann 10 Mitarbeiter, lokale Mitarbeiter ausgebildet und die haben dann wirklich hunderte Kilometer also Fugen retuschiert. Das war dann das letzte Element, also von 1200 auf 12 Meter Höhe versetzt ist. Das hat dann ein großes Fest gegeben. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man wirklich engagierte Mitarbeiter hat, die beseelt sind von der Arbeit, die gerne diese Arbeit machen, die einen Sinn darin sehen, die eigentlich da mittragen. Und in meiner Belegschaft sind sehr viele auch Architekten, die Monate da mitarbeiten, um das Material kennenzulernen und so eigentlich in der ganzen Welt so Projekte realisieren, zum Teil auch ihre eigenen Projekte realisieren. Also sie sind zum Teil nicht mehr angestellt, aber sie kommen immer wieder bei großen Projekten wieder zum Einsatz. Ja, wo finden wir den Rohstoff und wie finden wir das? Weil das ist immer eine zentrale Frage. Also wir werden von der ganzen Welt immer so hingeholt und dann, was kann man für Material? Und bei großen Projekten versuchen wir immer, das lokale Material zu nehmen. Und man fährt durch die Gegend, man fährt von Baustelle zu Baustelle, hier zum Beispiel von Stuttgart. Da ist Stuttgart 21, riesige Berge und da denke ich, man, das wäre alles super Stampflehm, da könnte man Städte bauen. Oder? Und wir haben dann wirklich von diesem Berg, also 70% für das Alnatura-Projekt genommen, aufgebereitet etc. Oder die Botschaft von Deutschland in Tiflis sollte in Stampflehm gebaut werden, die Fassade, ein Riesenprozedere. Ja, was kann man für Material bringen und wie sehen wir? Ja, der erste Blick ist auf die Google Earth-Platte und dann sieht man, aha, hier ist die Baustelle und dann hier ist ein Quarry, also ein Schotterbruch, hier ist ein Steinbruch und da ist das hier, da ist eine Verwundung, da ist eine große Baustelle. Und dann nimmt man den Vermittlersmann und sagt man, ja, wir wollen an diese Stelle. Und dann sind wir 3 Tage dorthin gereist, haben Aushubmaterial, also Baustellen in der Nachbarschaft geschaut, aha, wunderbares Material. Überall gibt es Material, Ziegelwerke besucht, das ist manchmal auch eine große Hilfe.
in die Dörfer gegangen, wo sie so Abrisse sind. Also man kommt dann immer von einem zum anderen, wird man so recherchiert. So. Es ist wie ein Entdecken, ein Forschen. Dann in Tiflis in einer Waschbox, mittels in der Stadt, haben wir dann das alles Material, was wir gesammelt haben, Rezepte gemacht, dann vier Rezepte kreiert, so in Kanaldosen oder Kanalrohre hineingestampft, im Fluggepäck mitgenommen, dann in Vorarlberg dann getestet. Und so sieht man dann, aha, das ist ein gutes Material und so weiter. Und so recherchiert man. Und das ist der erste Punkt. Und dann geht man noch einmal hin und macht man dann die ersten Experimente, wie hier zum Beispiel in Saudi-Arabien. Also wir haben das dann, also wo wir das erste Mal gestampft haben, haben alle Ingenieure da hineingeschaut, was machen wir jetzt da, oder? Das ist also, und es war so, einfach das Erde ohne Zement einfach zu mischen, so wie man es vor 4000 Jahren gemacht hat, einfach die Erde genommen. Es war, und erst wo wir dann Probekörper gemacht haben, wo wir Zahlen geliefert haben, und wenn man etwas, auch wenn man die Zahlen nicht versteht, aber es ist mehr, man hat mehr Vertrauen danach. Und bei vielen Projekten, wir sind immer, also es wird immer komplizierter. Also die Projekte werden größer, die komplett, und also ich habe mittlerweile habe ich so ein bisschen Gefühl, es wird jetzt schon mehr salonfähiger, aber auf der anderen Seite traut man sich nicht. Und wenn ich mich nicht traue, dann traue ich das Material nicht, oder? Und damit ich das also dem trauen kann, braucht es immer Zahlen. Also wir haben dann Auszuversuche gemacht, wir haben direkt in Alnatura, direkt am Element Probekörper rausgeschnitten, um zu beweisen, dass das tragfähig ist und so weiter. Dann, wir haben ein großes Problem, war die Durchfeuchtung. Also, also wir müssen Tests machen, die es eigentlich noch nicht gibt. Also dass wir einfach nachweisen können, also, dass das funktioniert. Also ein Beispiel, eine dreistündige Telefonkonferenz. Quintessenz der Konferenz war, dass ich gesagt habe, so, jetzt gehe ich nach Hause, muss ausziehen und muss Ricola anrufen, sie müssen evakuieren, weil das Gebäude könnte zusammenbrechen beim nächsten Schlagregen. Oder? Das war so die Quintessenz. Und dann haben wir versucht, das zu belegen. Dann haben wir so diese Belegungsversuche gemacht und so weiter. Und wir sind immer noch daran, das zu beweisen, dass es funktioniert. Aber das schon 1000 Jahre funktioniert. Ja, so wird dann das Material in verschiedensten Weise kann das dann verwendet werden. Also es gibt da nicht einen Weg, es gibt viele Wege beim Lehmbau. Also man kann das zum Beispiel so mit so einer Maschine, die wir da gebaut haben, so wie ein Kompostwender, wird das Material mit dem Packer, also statt geschaufelt, wird einfach mit dem Packer gezählt, so ein Kubikmeter, wird das Rezept zusammengestellt, dann wird das so durchgemischt, ganz gut, also die Mischqualität ist schon sehr wichtig. Ja, und dann wird das verwendet. Oder zum Beispiel ein anderes Projekt in Genf, also Material weit und breit, keine Maschinerie, viel zu teuer. Eine Gemeinde möchte eine Gartenmauer machen, also hier. Wir haben einfach im Garten ein Loch gemacht, das Material durchgesiebt, durch dieses einfache Sieb, Schotter dazugegeben, mit dem Packer gemischt. Und eins zu eins von hier sehen Sie das Material in die Schalung gefüllt und dann verdichtet. Und so schaut dann dieses Material aus, das wirklich direkt daneben aus dem Aushub also verwendet wurde. Also es gibt so viele Wege, aber man hat es irgendwie verlernt und man muss das wieder neu lernen. So ein Beispiel ist auch noch die Kuppel in Zürich mit der ETH in Zürich, mit Annette Spierer und Gian Salis, eine Studentenarbeit. Das ist da gegangen. Die Studenten haben die Aufgabe gehabt, ein gestampftes Gewölbe zu entwerfen. Es sind dann 5 Entwürfe gewesen und ein Entwurf wurde dann gemeinschaftlich ausgeführt. Das ist dieses Pilotprojekt. Es sind eigentlich vorgefertigte Bögen, einfach auch als Zeichen, dass man da wirklich ganz unkonventionelle oder neue gestalterische Architekturformen auch entwickeln kann. Ich habe wir haben dann den Studenten 14 Tage
die Werkstatt überlassen, also nach dem Ricola-Gebäude. Und die haben 14 Tage diese ganzen Elemente gestampft. Sie sehen hier die Studenten in der Schalung. Hier sind diese Bögen. Und es ist ein sehr wichtiger Erfahrungsprozess gewesen. Begleitend hat die ETH und die Ingenieure die Prüfungen gemacht, also das, wie das funktioniert. Das ist auch statisch wirklich belegt. Und es war so eine interessante Gratwanderung. Ja, und so ist das weitergegangen. Und dann die Studenten, also sie stampfen das und so. Und das Schöne ist, dass von dieser Gruppe sind ungefähr 14 Studenten gewesen, drei Leute eigentlich jetzt in die Richtung mit Stampflehm und Tätigkeit tätig sind. Also, und ja, so sind jetzt die Elemente werden übereinander gesetzt. Und man sieht, wenn man das retuschiert, es wird dann wieder wirklich ein schönes, homogenes Gebäude. Ja, und jetzt die Vermittlung, also das ist so, ich bin gleich einmal zu Ende. Es ist wichtig, eben, es sind nicht nur die Bauprojekte wichtig, manchmal sind auch Akupunkturpunkte wichtig. Also wie zum Beispiel mit Anna Hering habe ich in Harvard einen Workshop gemacht, 9 Tage mit 150 Studenten, 50 Tonnen Lehm einfach vor die Tür gekippt und dann einfach diese in gemeinsamer Arbeit, also diese Skulptur gebaut, mit ihnen gemeinsam geplant und gebaut. Und das ist erstaunlich, einfach durch das Tun und durch das Sehen und dann durch das Reden, Begreifen. Und also sind viele Gespräche entstanden, es ist eine Ausstellung begleitend gewesen. Und Information ist eigentlich das Wichtigste, um dieses Vertrauen diesem Material gegenüber zu kriegen. Etwas, wo ich nicht kenne, das bin ich skeptisch. Und das ist ein langer Prozess. Und es braucht also viele gute Projekte, man braucht also über verschiedene Projekte und muss man also das also weiterarbeiten. Aber auch nur, dass ich nicht nur Stampflehm machen wir, also auch, mir ist auch die Gestaltung im Innenraum auch wichtig. Zum Beispiel für Omikron haben wir den Innenraum gestaltet mit Anna Heringer zusammen. Ein komplett anderes Thema. Das ist ein Holzbau von Much Untertrefaller, sehr schön. Und da drin ist ein Hotspot, also das ist ein zentraler Aufenthaltsbereich. Und den haben wir die Aufgabe gehabt, schöne Aufgabe, hier diesen Raum zu gestalten mit Lehm und mit also Textilien aus Bangladesch und so weiter. Und das war unser Entwurf, einfach eine tragende Lehmskulptur, Sie erinnern das erste Bild mit diesem so einfach ein selbsttragendes Ei aus Lehm, so eine Urhütte in einem modernen Gebäude, quasi wie das hier. Dann, aber denkste, das war dann nicht so gut zu realisieren in Österreich, muss man ja das berechnen können, so etwas. Also wir mussten dann ein digitales Modell kreieren, damit der Statiker das rechnen konnte. Und so war das ein langwieriger Prozess, das dann wirklich zu realisieren. Und wir haben das dann wirklich mit Lehm aufgebaut. Das Gewölbe mit so Lehm, mit Tontöpfen kreiert und so einfach eine Statik, eigentlich nur mit Lehm und so Keramiktöpfen gearbeitet. Da sieht man dann innen das Gewölbe. Und sie ist dann so innen auch alles eher weich und ein Anti-Stress-Raum. Also wenn man da reingeht, dann hat man keine Handyempfang. Es ist ganz still und man ist so ganz in sich geborgen. Es ist ein ganz relativ kleiner Raum. Und die Sitzstufen sind also eine Mulde, wo man dann so Meetings machen kann. Das ist alles also mit Korkschrott und Trasskalk und mit Lehm und Casein stabilisiert. Also auch ein schönes Beispiel, dass man mit Lehm wunderschöne Oberflächen machen kann. Also das muss man nicht alles so mit viel Kunststoff oder sowas machen, sondern kann man wirklich das auch mit natürlichen Materialien kreieren. Der Monolith wurde dann nur mit Lehm poliert, also mit Kindern. Darf man normal auch nicht auf der Baustelle.
dass die da mitarbeiten, aber wir haben das trotzdem am Sonntag gemacht. Und letztendlich ist der ganze Kubus, also 80 Quadratmeter, händisch poliert worden. Also ist einfach nur ganz feines Tonmaterial. Und als letztes noch die Biennale, war auch eine sehr wichtige Erfahrung für uns, eine Botschaft, dass man Lehm, also dass man in der ganzen Welt eigentlich mit Lehm baut und dass man das eigentlich eine Zukunftsperspektive hat. Und die Erfahrung haben wir ja schon bei Omikron gehabt, also mit diesem Körper. Aber in Italien ist es nicht mehr erlaubt, statisch zu bauen. Also wir durften das eigentlich zuerst nicht bauen, weil es ein Bauwerk ist, wo die Leute hineingehen. Und in Italien dürfte ich mein Haus überhaupt nicht mehr bauen. In Deutschland bräuchte ich ungefähr 30.000 Euro für die Zulassung im Einzelfall. Und zum Glück können wir es in der Schweiz und in Österreich noch bauen. Also das ist und es ist so, dass immer mehr Normen gibt und immer mehr Einschränkungen und auf der einen Seite ist das immer eine Gratwanderung. Auf der einen Seite sind die Normen gut, damit man das Material klassifizieren kann, damit man es einordnen kann, damit man damit arbeiten kann. Aber auf der anderen Seite ist die Norm auch eine Einschränkung, weil wenn ich außer der Norm baue, dann ist das nicht erlaubt. Und deshalb bin ich eigentlich gegen die Norm, sondern ich bin eigentlich nur für die Regel zum Bauen mit Lehm. Also das heißt, es sollte Regeln geben. Wenn ich so mich nach der Regel halte, dann funktioniert das. Aber keine verpflichtende Norm, zum Beispiel wie in Italien, das ist parlamentarisch abgestempelt. Lehm darf als tragendes Bauwerk nicht mehr verwendet werden. Und das ist ein Tragik, weil das weltweit geht die Tendenz in diese Richtung. Dass man Lehm nur noch als stabilisiertes Material verwenden darf und nicht mehr nur pur. Ja, ich habe dann ein Buch geschrieben, wo auch Otto Kapfinger sehr viel auch dazu beigetragen hat, das in tolle Worte zu bilden. Weil es wichtig ist, dass die Information eben ein zentrales Thema ist. Und gebaute Erde gestalten und konstruieren mit Lehmbau, das sind alle Elemente drin, wo wir schon realisiert haben, wo funktionieren. Das ist eben die Regel. Aber, und man muss nicht das Rad immer wieder neu erfinden, sondern muss eigentlich draufbauen. Und ich glaube, dass es etwa noch 2 bis 3 Generationen braucht und dann könnte der Lehmbau wirklich wieder eine tragende Rolle spielen. Und und das hoffe ich. Vielen Dank. Herr Martin Rauch, herzlichen Dank für diesen wirklich sehr inspirierenden Vortrag. Es waren natürlich eine Menge von Bildern, vielleicht auch eine Menge von Fragen. Ich sehe mich jetzt hier noch in das Publikum schauen, solange Martin da ist. Vielleicht gibt es Fragen schon jetzt. Wenn sich jemand melden will, bitte nur aufzeigen. Ich darf stolz sagen, dass er auch einige der Projekte hier Bauherrenpreise der Zentralvereinigung bekommen hat. Das hat er gar nicht erwähnt, das muss man schon dazu sagen. Aber vielleicht ist es eben auch die Frage, woran arbeitest du denn jetzt? Ich komme gerade von Darmstadt. Wir haben jetzt das zentrale Element, ist dieses große Projekt in Darmstadt für Alnatura, wo ich eigentlich jede Woche 2 bis 3 Tage dort bin, weil es ein total innovatives Projekt ist. Und wie ich eigentlich für die Qualität mir sehr großes Wert lege. Und wir müssen eigentlich immer wieder neu entwickeln. Und ich arbeite auch selber mit, weil durch das selber Mitarbeiten eigentlich immer drauf komme, wie man das anders oder besser machen kann. Schön, dann wünschen wir, ja, bitte, ja. Ja, ja, eins nach dem anderen. Die Frau Litschke, ja. Ich habe eine Frage hier. Ja. Ja.
Also Lehmbau, also Lehm, Stampflehm im Außenraum als Bodenbelag ist nicht möglich. Da haben wir das oft mit so Trasskalk gemacht, also mit Trasskalk gebunden, das ist der römische Beton. Gibt es einige Projekte. Im Innenraum machen wir sehr viel also Lehmböden, Stampflehmböden, die zum Teil auch immer mehr auch im Badezimmer, aber im Badezimmer ist es immer ein bisschen gefährlich, weil der Lehm ja weich ist, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Oder? Aber der Lehmboden, es ist ein bisschen die Königsdisziplin. Also ein guter Lehmboden zu machen, ist schwieriger als eine Lehmmauer. Aber es ist wirklich getrocknete Erde, es ist wie wenn Sie über den Waldboden laufen. Und es ist eine sehr große Nachfrage in diese Natürlichkeit, oder? Getrockneter Boden. Also, und er ist etwa so empfindlich wie ein geölter Parkettboden. Also wenn man da aufpasst, also ist das eigentlich kein Problem. Das Problem ist eigentlich eher, dass es zu wenig Firmen gibt, die das wirklich gut, also die das realisieren können und wollen. Ja. Der natürliche Feind des Lehms. Ja. Sie haben erwähnt, die Tonschichten, die Sie haben, horizontal, um die Erosion in der Fassade zu verlangsamen. Im Ricola-Bau ist mir das nicht aufgefallen. Waren da keine horizontalen Bremsen eingebaut? Oh ja, da waren auch so Mörtelleisten eingebaut. Und, also wir ohne dem geht es nicht. Also es muss in kurzen Abständen die Fassade also gebremst werden. Es geht auch ohne, aber wir haben jetzt, das ist immer so eine Gratwanderung. Also wir haben am Anfang die Schichten enger gemacht und dann immer größer gemacht und dann wieder ein bisschen reduziert. Es ist ein Heraus, also finden, was jetzt das Richtige ist. Und man muss dann immer, also muss die Lage des Gebäudes berücksichtigen, wo ist die Hauptwetterseite. Ja. Dort machen wir manchmal mehr Leisten und so weiter. Und übrigens ist eigentlich die Wasserlöslichkeit des Lehms, meint man, das ist eigentlich die Schwäche. Letztendlich ist das seine größte Tugend. Mhm. Oder? Also ohne diese Wasserlöslichkeit könnten wir diese Fugen nicht gut retuschieren. Es wäre nicht die Recycelbarkeit. Also verwendbar, also das Wunderbare ist, dass ich die Gebäude alle wieder verwenden kann. Ne? Da, wenn ich darf, noch eine zweite Frage anschließend. Traditionell hat man bei uns ja mit großen Dachvorsprüngen gebaut, um die Fassade vor Schlagregen zu schützen. Bei Ihren Bauten fällt mir auf, dass das oft Flachdächer sind und auch im alpinen Raum keine Dachvorsprünge verwenden. Ja, also das liegt an dieser Stampflehm-Mischung, oder? Also das ist ja praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel in Niederösterreich, wenn ich keine Steine habe und dann nur mit Lehm putze, dann brauche ich eben ein großes Dach, oder? Aber wenn ich das mit Steinen vermische und die richtige Mischung habe, also bei meinem Haus habe ich das Glück gehabt, dass das Material absolut ideal ist. Aber in anderen Gebieten, zum Beispiel bei Alnatura, da tun wir das aus 4, 5 verschiedenen Komponenten mischen. Und auch in Tieflis etc. Also das wird, durch das Mischen wird einfach die Qualität des Lehms verwendet. Aber man könnte sich durch Dachvorsprünge helfen. Dann könnte man, ja. Aber es ist so, natürlich, wenn ich ein 10 Meter hohes Haus habe und ich habe da 50 cm Dachvorstand, bei einem Schlagregen kommt trotzdem der Regen hin. Wichtig ist, dass nicht das Wasser gebündelt irgendwo zusammenrinnt und dann wie ein Bach über die Mauer rinnt. Der Schlagregen selbst spielt eigentlich keine Rolle. Gibt es noch Fragen vielleicht? Das Schöne am Vortrag war ja die Kombination Lehm, Ton, Erde, dass auch das gebrannte Material hier zu Einsatz kommt. Und die Frage nach dem Bodenbelag ist natürlich, dass da dann ein wunderbarer Dialog entstehen kann zwischen dem Temperierten und dem Nicht-Temperierten, dem Wasser ausgesetzten. Und so, glaube ich, hat sich das angehört, was Lili Litschka gefragt hat, wie der Boden denn dann zu lösen wäre. Gibt es vielleicht sonst noch Fragen für unseren Vortragenden? Ja, bitte, roter Pullover, ja.
Ja. Ja, also das war für mich also spannend. Also ich bin damals als Student dann, hab man über Lehm noch nicht so viel gewusst. Dann bin ich in die Nationalbibliothek gegangen hier in Wien und habe ich dann dieses Buch gesehen und viele alte Bücher, also so vor der Industrialisierung. Und so im Recherchieren habe ich gemerkt, man hat den Lehm vergessen, eben, das ist eigentlich durch die Kohle, die Entwicklung der Kohle, hat man plötzlich, ist die Eisenbahn entstanden, der Transport vom Material ist leichter geworden, man hat nicht mehr das lokale Material verwendet, man hat den Ziegel gebrannt, also industriell hergestellt, dadurch ist der Ziegel billiger geworden und so wurde der Lehm immer wieder verdrängt. Aber immer in Krisenzeiten, zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man sich immer wieder auf die Lehmbauweise besinnt. Also 1946 hat es in Deutschland eine DIN-Norm gegeben zum Bauen mit Lehm. Die wurde 1971 ersatzlos gestrichen. Also mit Bauen mit Lehm braucht man nicht mehr. Und Josef Frank hat zum Beispiel in den Zwischenkriegszeiten 1930 einen sehr schönen Spruch gesagt, also Lehm ist kein Baumaterial, Lehm ist eine Weltanschauung und seine Zauberkraft wird immer dann beschworen, wenn die Not groß ist. Also man hat immer, wenn man die Not groß ist, hat man sich wieder am Lehm besonnen, oder? Und dann ist es wieder gut gegangen und dann hat man den Lehm wieder vergessen. Und heute ist es nicht eine ökonomische Not, sondern es ist eher eine ökologische Frage, oder? Also, weil wenn wir auf der ganzen Welt alle Leute so bauen würden wie wir in den Industriestaaten, das würde nicht funktionieren. Das würde drei Welten brauchen. Also wir müssen andere Wege finden, sonst funktioniert das ja eigentlich letztendlich nicht. Oder? Ja, das war ja gut. Eine Frage noch? Ja, oft. Ja. Ganz gut, kein Problem. Ja, ja. Es ist in dem Buch Gebaute Erde ist das also auch ganz genau beschrieben, wie das aufgebaut ist. Ja, wenn sich jetzt keine weitere Frage aufdrängt, dann möchte ich unserem Vortragenden sehr herzlich danken. Auch im Namen der ZV möchte ich unserem Sponsor, der Firma Bene, hier danken, dass wir hier sein dürfen und das großzügige Buffet auch noch genießen können und ein Glas Wein gemeinsam. Nächsten Donnerstag haben wir als Vortragende Lilli Litschka. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wiederkommen und sie wird uns in die Fragen des öffentlichen Raumes der Stadt führen und wieder ganz andere Themen der Architektur ansprechen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sprechen Sie mit dem Vortragenden. Danke Ihnen. Danke schön. Danke. Super.